Never mind about this. I think Andromeda is a pretty cool game. The only odd thing I think is their faces sometimes. Just so weird. I don't know what's wrong on that, sir. Wo hatten wir das denn bei Andromeda, die Webcam? Weiß das jemand noch? But it's pretty awesome. I just love even this picture here. If you see it, it's just so awesome. I mean, I hope that the story is better than the graphic looks like. I heard about the weird faces. Yeah, I think the problem on my main character is also that you have so much white in your eyes, not in your ears, in your eyes, which I think looks a little bit unreal, and this is also a little bit confusing. Aber da hattest du schon eine Verabredung mit uns. Ja, ach Vincent. Ach Vincent, es tut mir leid. But I think, I hope that the story is pretty good, and also, I love the new combat system, and also the new, but I think what's also weird that there are so many female characters on my ship. I don't know, I mean, I want to get a boyfriend, and I have so many female characters on the ship, and I have no clue who I want to date. Will you be available for some Overwatch later tonight? Also, we might have a good few people. Yeah, why not? I think I'm online after the stream, so at 10 p.m. my time, so which is 9 p.m. your time. Exactly, exactly. So, und damit sind wir wieder zurück, auf jeden Fall. Ich habe gar nicht mit denen geredet. Ah, Pathfinder. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Suvi Anwar. Meine Aufgabe ist es, als Verbindung zwischen Ihrer Crew und dem Wissenschaftsteam der Nexus zu dienen. Oh, wir können uns erstmal direkt unbeliebt bei ihr machen oder sagen einfach, willkommen an Bord. Willkommen in meinem Team. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich kann es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen. Bisher gab es leider nicht sonderlich viel zu tun. Ich habe sämtliche Planetenscans studiert und konnte sogar einige Bodenproben aus Helios untersuchen. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen meine Analyse der heimischen Bakterien und Mikrofauna. Sie umfasst 60 Seiten. Oh mein Gott, wie soll mir das weiterhelfen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Massefakt Andromeda Abenteuer und Gesichtsentgleisung inklusive. Ach, Madi. Hoi, Hallöchen, Yariba. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Natürlich Hallöchen an Marin. Menschenkinder, Svini, macht halt Isa nicht runter. Passt schon. Weiß ja nicht mal, was für Samstag geplant war. Jedenfalls hätte ich auch nicht gekonnt. Aber selbst wenn wir wissen, dass es keine Absicht war. Ja, war es wirklich nicht. Das sind ziemlich viele Seiten über Böden. Oh, nett, dass Sie das sagen. Aber mir ist durchaus bewusst, dass es kaum mehr als eine Zusammenfassung ist. Wie auch immer, ich warte seit Monaten darauf, da rauszukommen und mir Helios anzusehen. Deshalb habe ich mich der Initiative ja schließlich angeschlossen. Die Milchstraße war nur ein Winkel eines gewaltigen Universums. Ein Winkel eines winzigen Winkels. Und wir sind diejenigen, die aus diesem Winkel heraustreten. Das ist einfach unglaublich. Mich hat es gepackt, als ich das erste Mal mit einem proteanischen Artefakt zu tun hatte. Es war so fremdartig. Da wusste ich es. Es gibt da draußen noch so viel mehr. Und ich will alles sehen. Ich weiß genau, was Sie meinen. Sie werden uns also auf Missionen begleiten? Oh, das ist lustig. Ich? Da draußen? Bei all den Waffen und Gefahren und allem anderen. Alles gut. Und bei dir, mir geht's auch super. Doch. Genieße jetzt ein bisschen das Spiel an diesem Abend. Hab leider ein bisschen zu wenig geschlafen die Nacht, aber das hole ich jetzt hier einfach wieder raus. Ich mag nicht die Stimme und Art zu reden. Ich finde sie auch tendenziell ein bisschen unsympathisch. Nisi, ich und Isa runtermachen. Ach,
Vincent doch nicht? Könnte sie unterrichten? Wollen sie denn nicht alles sehen? Wieso ist das lustig? Das verstehe ich auch nicht. Das ist voll freundlich, das ist so ein Herz. Warte mal. Ach, das sind Flirtaktionen. Nee, ich will nicht mit der flirten. Nein, nein. Was ist daran so lustig? Sie wirken ziemlich fähig. Oh, ich fühle mich geschmeichelt, aber das ist nichts für mich. Ich habe keine Kampferfahrung. Ich würde ihnen vermutlich in den Rücken schießen. Nicht absichtlich. Natürlich. Nun, wie auch immer. Ich habe gerade einige Anweisungen des Wissenschaftsteams erhalten, die ich unbedingt durchgehen sollte. Bis später, ja? Also sie hat abrupt das Gespräch jetzt beendet, würde ich behaupten. Dann gucken wir mal, was Carlo noch hat. Ich habe auch recht wenig geschlafen. Oh nein, Yariva, weshalb das denn? Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und die Aussicht genießen. Als ich zu Hause Testpilot dieses Schiffes war, habe ich das oft gemacht. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Hallöchen, Chris. Bist du jetzt schon fertig mit dem Stream? Keine Ahnung. Ach, dann hoffe ich mal, dass du heute Nacht besser schlafen kannst. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an nach allem, was wir auf uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Sorena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole, 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Oh nein, der Arme. Oh Gott. Ich hoffe bei dir auch. Ach, sicherlich. Ich muss nur morgen sehr früh raus wegen der Schule, aber ansonsten. Die Stunde verschieb ich auf morgen. 9 ist besser, habe ich vorher Zeit zum Joggen duschen. Du möchtest joggen gehen, Chris? Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Keine Sorge. Wir werden die Salarianer nach Hause bringen. Natürlich werden wir das. Ich muss nur Geduld haben, das ist alles. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Wer hat sich bei dir denn unbeliebt gemacht, Iris? Heute war Pulloverwetter. Klingt nicht so erstaunt, Entschuldigung. Warte mal, eigentlich... Entschuldigung. Oh, warte. Falsche Taste. Ich hab das noch nicht ganz raus, wie ich das Spiel bediene. Eigentlich... Ist voll geil, dass wir wirklich so direkt an diesem... Polylö sind. An dem... Planeten! So hieß es. Könnten Sie mal ins Biolabor kommen? Weil ich möchte mich jetzt erst... Das Biolabor, ja. War das nicht hier? Nett haben Sie es hier. Saubere Luft. Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Wow, sie hat die Kiste getreten. Wow. Also, wow. Sie sah völlig fassungslos. Chris geht joggen. Nee, sie, oh, das tut mir leid zu hören. Die komische Troller mit den 60 Seiten über Bakterien. Ja, die ist sich wirklich sehr anstrengend schon. Das kann ich nachvollziehen. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes.
Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Hallöchen, Nerdy. Schön, dass du auch da bist. Wie geht's dir? Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich kann ziemlich gut zuhören. Ich hoffe, als Pathfinder sind sie ebenso gut. Ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Nerdy, vielleicht einfach mal F5 drücken, das hatte ich auch mal das Problem. Wir werden ein gutes Team sein. Gott, wieso flirtet die mit allen? Was hat sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Hä? Ach so. Also eigentlich einen neuen Tab geöffnet. Yep. Das ist schön, dass es jetzt geht. Okay, wir können hier schon mit potenziell ganz vielen Leuten flirten, aber das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich mich nur mit der Crew unterhalten. Ich weiß auch nicht, wen ich anflirten möchte. Aber ich krieg bestimmt noch ein paar Crewmitglieder. Zusammen. Wo ist denn Liam jetzt hier hin? Wow. Wow. Das ist schön, das ist ziemlich geil. Okay, hier kommen wir nochmal raus. Na, Sesam, öffne dich. Pathfinder Ryder in den Maschinenraum. Ich wiederhole, Ryder in den Maschinenraum. Wo ist der Maschinenraum gewesen? Jill könnte lustig sein. Ist das hier richtig? Ah, nee. Okay, ab mit Cora in die Kiste, die ist bestimmt gut im Bett. Bestimmt, mit ihrer... Ich weiß ja nicht, wie sehr man die Biotik einsetzen kann, aber... Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Ja. Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihren Bruder zu kümmern. Erstmal direkt anbieten. Das war ein großer Fehler. Ich brauche mal Männer auf meinem Schiff hier. Ja, ist okay. Ich werde Quotes an dich senden. Paprika tausche ich gegen Soja-Cousin. Okay. Passiert da auch mal was außer Flirten? Aktuell nicht. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Taparo. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ja, Riva, ich muss mich doch erstmal mit meiner Crew auseinandersetzen, bevor ich sie alle über den Haufen schießen darf. Ach, sind wir mal nett. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren.
Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Warum denn nicht? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Kann ich sie jetzt auch direkt an... Dieses Spiel. Ich flirte einfach alle an. Es ist auch sicher von Krieg oder Nerdy. Die Quote ist definitiv von Nerdy, die gerade im Chat gepostet wurde. Okay, wenn ich meine linke Hand in eine bestimmte Position halte, habe ich da lustige, komische Zuckungen. Ach, geil. Du warst auch schon mal zärtlicher, ja. Ich wäre mal dafür, dass wir für Mass Effect Andromeda auch einen Bitcher-Counter haben müssten. Kann also was passieren? Wollen wir das überhaupt bei der Grafik? Die Sexszenen sind wirklich schön gemacht. Aber eigentlich bei Mass Effect Andromeda möchte ich mich eigentlich nur für eine Person entscheiden und mit der rumflirten und nicht mit allen tatsächlich. Auf jeden Fall möchte ich nicht flirten. Anatomin, Ärztin, das ist ein ziemlich beeindruckender Lebenslauf. Ich bin außerdem approbierte Psychologin. 275 Jahre sind reichlich Zeit, um sich in mehreren Fachbereichen zu spezialisieren. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav ihr Gemüse ist. Na toll, jetzt hatte ich mich auch noch an mein Implantat verraten. Kann sie es wagen? Jetzt muss ich mal mein Gemüse essen. Ich möchte mein Gemüse nicht essen. Einladen, sie schaffen das. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als sie, aber ihnen sagt, dass sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Riders und ich mache dasselbe mit meinem. Ich bin mal echt gespannt, ob der Bruder irgendwann mal wach werden sollte. So, wo wollten wir hin? Kommen wir daher? Da kommen wir her. Ach, das ist unsere Kabine? Das ist unsere Kabine. Ja. Okay, rennen wir wieder zurück. Ja, Mutti. Nimm die blaue Doktorin. Nein! Bei Asaris weiß ich nicht mehr, ob die Männchen oder Weibchen sind. Das finde ich doof. Wo ist denn unsere Logistikerin? Ist ein Name, ich mir nicht merken kann. Oh, Sequenz. Oh, hey, Pathfinder. Oh, hi. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihr Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Süß. Wenn er nicht wach würde, wäre es ziemlich überflüssig gewesen, den einzuprogrammieren. Ja, aber vielleicht... braucht man den Körper ja noch für ein Ritual, so wie wir gestern das Pferd bei Witcher für ein Ritual gebraucht haben. Isst dein Gemüse. Nein! Mein Gemüse nicht essen. Asari sind doch beides. Isa, ich verstehe nur nicht, wie die ihre Rollen wechseln. Ja, das verstehe ich nämlich auch nicht. Und das macht mir Angst. Wahrscheinlich wie Schnecken. Schön. Störe ich sie? Lassen Sie mich raten. Ihre kleine Schwester? Wen nennen Sie hier klein? Hör mal, Kleine, ich muss Warte, jetzt los. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord ihres Schiffes gegangen, ohne jede Erklärung. Ich hätte dasselbe getan, um von der Nexus runterzukommen. Das war nicht der Grund. Natürlich will ich die Galaxie erkunden, aber eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Oder mache ich Petra an? Ich mag sie irgendwie, das ist fürchterlich. Wahrscheinlich wie Schnecken oder Frösche. Iris, das wäre halt eine passende Erklärung. Warum man weiblich und männlich spielen kann, weil es dann irgendwie egal ist, man braucht nur ein Kind oder so. Flirten. Oh, das nenne ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein. Ich bin nicht manche Leute. Oh mein Gott! Mir gefällt ihr Engagement. Das freut mich.
Es ist ein gutes Gefühl, geschätzt zu werden. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Großaktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Jo. Ja, machen wir halt Retro ein bisschen. Ist doch okay. Ist doch okay. So, das ist aber immer noch nicht die richtige Tür. Was denn...